Ja, das ist meine Ehefrau Frau Stellen, mein Name ist Herr Stellen. Hier. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich, ganz genau dich, an deinem altertümlich anmutenden Empfangsgerät. Ich habe irgendwas im Auge. Herzlich willkommen zurück zu Green Hell, Folge Nummer 19. Und ich habe mich mal gewagt, einen Neustart zu machen. Wir sind hier ohne alles. Ich habe gar nichts. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte die ganze Insel nicht bereisen. Beziehungsweise ich hätte sie schon bereisen können, aber ich habe irgendwie festgehangen. Ich stackte fest und bin immer wieder die gleichen Wege gelaufen. Und es ist ja so, es verhält sich ja so. Die Definition von verrückt, das haben wir schon 100 Mal besprochen in meinen Let's Plays, ist ja immer wieder das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und ich dachte, ich nehme davon jetzt mal Abstand und ich mache einfach mal was anderes. Und starte einfach mal neu. Weil ich die ganze Insel sehen will. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, gewisse Orte zu bereisen, die ich schon ohne die Aufnahme ganz am Anfang mal gesehen habe. Da war irgendwie so ein Ding, ich glaube, das nennt sich der Fahrstuhl, the Elevator. Da war ich ganz am Anfang vor meinen Green Hell Aufnahmen. Ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Und ich dachte, bevor wir uns weiter in Kreisen bewegen, die uns nicht weiterbringen, starten wir einfach mal neu, ne? Und mich hat es natürlich genervt, dass es so in den letzten beiden Folgen mega geruckelt hat. Ich frage mich, ob da vielleicht auch mal ein Neustart, ja, ein neuer Spielstand, ob der da nicht einfach gut tun könnte, gut tun wird. So. Was das angeht, sind wir erstmal, ja, ruckelt einfach weiter. So, ich habe noch nicht einen einzigen Stein gefunden. Das ist wiederum Mann, Nüsse. Nüsse habe ich so selten gefunden im alten Spielstand. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Spiel! Was habe ich denn da gehört? Eine Schlange? Neuer Spielstand gestartet und ich weiß schon wieder gar nichts mehr. Essen? Essen. Und den nehme ich nochmal mit. Auf hohe Kante. Pasche ich mir den. So. Was haben wir denn da? Bananas? Bananas? Die habe ich so selten. Die habe ich so selten. Ja, ja, ja. Reich mal ran hier. Auch die letzte, bitte. Ja, gut. War die letzte. Träumchen, Träumchen. Träumelchen. Was haben wir hier? Da war doch was auf dem Boden. Nee, doch nicht. Erstmal vollpacken. Erstmal. Ja, ich höre hier irgendwo eine Schlange. Und ich hätte gern ein paar Steinchen. Ich möchte mal gern wieder so ein leckeres... Oh, oui. Ich mag das gerne. Ich mag das wirklich gerne. Steine, ich mag... Willy gerne. So. Nein, ja doch. Ich könnte mal hier kurz, damit die... Damit das hier alles mal weg ist. Mit den neuen... Woher... Ich höre doch irgendwas. Eine Schlange oder so. Eine Schlange. So, Sammy, die sein. Ah, du machst die Geräusche und bewegst dich. Ich verstehe, ich verstehe. Nee, stimmt. Ich muss die Steinklinge jetzt erstmal als erstes Werkzeug hier ausgerüstet lassen. Wer fällt denn hier Bäume? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich hack. Gut. Molinera. Wollen wir mal direkt daraus Verbändchen machen? Das tut so gut, ne? Ich starte jetzt gerade neu. Ich habe aber schon so ein bisschen den Check hier vom Spiel. Ein bisschen. Das tut gut. Mal nicht völlig planlos hier reinzustarten.
Problem ist, wir haben zum Beispiel noch nichts, um irgendwie an Proteine zu kommen. Und wir haben auch noch überhaupt kein Kokosnuss-Bidon. Als erstes trockenes Blatt. Oh, und wir haben noch gar keinen Stammesanzünder. Bedeutet, wir müssen gleich erstmal den Standardbohrer machen. Was so ein Neustart alles mit sich bringt, ne? So, wo ist... Da, hier. Der ist doch trocken. Hättest du die Güte, mein Guter, dieses Blatt anzuvisieren? Jawohl. Jawohl, Knolle. Sehr gut, gefällt mir. Weitermachen. Kleiner Stock haben wir so gut wie gar nicht bis jetzt. Komm, machen wir mal hier weiter. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Sehr gut. Und ich sehe hier direkt... Shit! Oh seriously? Nein! Ja, seriously? Echt? Machst du mir die kaputt? Du alter Affenarsch! Gib doch trockene Blätter her! Ich brauch gleich was, um Feuer zu machen! Menschenskinners! Hallo? Ja, ich will das trockene Blatt, bitte. Oh, es ist unglaublich. Ja, ich bete dieses Blatt gerade nur an. Ich hab nicht vor, es aufzunehmen. Doch. Doch. So, guck mal, hier könnten noch... Hallo, Schweinchen. Hallo, Schlange. Entschuldigung, ja, ich hatte vergessen, dich auch zu begrüßen, Mensch. Altes Viech, du. Na, das kenne ich doch. Dieses Gewächs kenne ich doch. Aber ich brauche Steine. Nee, das ist dieser Komodowaran, ne? Keine Schlange, sondern Komodowaran. Oder wie auch immer, Lurch, was weiß ich. Sind die Steine rar gesät, wird der Tibor umgemäht. Der Tibor. Tibor, so. Kann ich noch nicht mal meinen YouTube-Namen richtig aussprechen. Gut, für die, die es nicht wissen, mein bürgerlicher Name ist Tibor. Das mag schon mal zu Verwirrung. Da kommt es schon mal zu Verwirrung in mir selbst. Ey, Steine, bitte. Eine Standard-Green-Hell-Anfänger. Ja, stimmt, stimmt. Das ist hier direkt am Drogenlabor. Und eigentlich ist das exzellent. Das ist... Oh, das ist... Hier will... Das machen wir schon. Wir siedeln hier. Fertig aus. Dann siedeln wir nämlich nicht am Dock. Das, was wir schon so lange kennen. Wir haben hier auch Wasser in der Nähe. Perfekto. Und keine Steine. Es ist unglaublich. Das Spiel will mich doch verhohnepiepeln. Da kann ich schon nicht mehr nehmen, aber kann ich sammeln. Träumchen, Kinas Träumchen. Ein Träumchen. Och Mann, ey. Ich will nur Steine. Ich will, dass meine Steine, elendige Gebeine. So, Kochlöffel, den konnte ich ja bis jetzt eh noch... Topf nehme ich auch direkt an mich. Kohle auch. Dafür, falls ich irgendwelche Kacke gleich fresse. Oh. So, warte mal. Was kann ich mit den... Warum? Was kann ich mit dem machen? Was kann ich mit dem Kochlöffel machen, Mensch? Wird da vielleicht, wenn ich das im Inventar habe, auch so eine Frage, ne? Folge 19. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem einzigen Kochlöffel mache, den man hier auf der Insel findet, glaube ich. Der einzige. Oh, ein großer Stein. Sammeln, bitte. So, perfekto. Sag mal, spinnt ihr? Was kommt ihr denn jetzt schon? Seid ihr irre? Ja, und weitergehen. Jetzt nicht den Moonwalk da auf der Stelle machen. Alter Falter. Nee, nee, nee. Das könnt ihr aber mal knicken. Das könnt ihr aber mal knicken, dass ich da jetzt hinrenne und mir den Typen zur Brust nehme. Der schlägt mich ja kurz und klein. Ich habe ja noch gar nichts. Ich habe noch nicht mal einen... Nicht mal einen Speer. Ach, der hört mich doch nicht. Nein, das hörst du nicht. So, trinken. Und ja, sammeln. Sammeln.
Ach, scheiße, hätte ich direkt ein Bidon rausmachen können, ich Esel. So, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um eine Axt. Um eine Axt. Scheiße, für die Axt brauche ich ja erstmal eine... Kann ich mir aber machen. Herrsch. Hab ich jetzt... Wo ist denn der zweite? Ach, der zweite Stein ist da unten. Okay. Noch eine Steinklinge. Seil habe ich. Sehr gut. Oh, die haben noch so wenig Haltbarkeit am Anfang. Stock und Seil. Und eine knuffige Axt herstellen, mein Guter. Und ich sehe da doch schon den... Mal... Boah, jetzt kommst du hier nicht drüber? Er bleibt auch nicht in der Hocke, ne? Ah, jetzt komme ich sonst nicht an den Stein ran, oder? Was macht der für Geräusche? Der ist doch keine Eule. Ja, spinnt der denn, ey? Ja, haben sie ihm denn? Ah, verdammte Scheiße. Das Snack, Snack, Snack. Was hat denn hier so schon wieder? Ist so viel Essen ist hier? Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich einfach nicht. Kann doch wohl nicht wahr sein. Habe ich mich wirklich noch nie hier genau umgeguckt? Ich weiß, jetzt schon wieder off-topic, ich muss mich um den Typen da unten kümmern. Das ist klar. Eventuell kriege ich dann auch bessere Sachen. Ja, scheiße. Warte mal. Woraus kriege ich nochmal... Ich könnte mir vielleicht einfach... Mach mal das hier klein, mein Guter. Da kommen doch auch große Bambusstängel raus, ne? Ah, Gürteltier. Ah, und hier ist ja auch, habe ich das eben schon gesagt, hier ist ja auch direkt die Tötungsfalle. Hier ist das Genius. So. Ich hätte aber gerne noch einen zweiten davon. Ach, Mann. Ach, Menno. Ach, Manni. Ah, perfekt. Erstellen. Und ich habe auch direkt da vorne gesehen, haben wir auch einen Ameisenhaufen. Das freut mich natürlich umso mehr. So, Steinklinge bitte dahin packen. Und jetzt packe ich mir einfach einen dritten Speer hier hin. Dann bewerfe ich den nämlich mit zweien. Und... Ja. Ist auf jeden Fall so der Plan. Ich habe einen unsichtbaren Speer in der Hand. Jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist er denn jetzt? Warte, nee, hier war der gar nicht, ne? Der war... Da, wo ist er denn jetzt hin? Der hat doch den Moonwalk da auf der Stelle gemacht. Und jetzt ist er verschwunden, wollen die mich ver... Jetzt habe ich mir so viele Speere gemacht und jetzt ist er verschwunden. Ah, verdammter Bockmist. Kann doch nicht wahr sein. Das ist an sich ganz gut, dass es regnet. Vielleicht stelle ich den Topf einfach mal direkt hier auf. Ich kann ja jetzt gerade eh noch nicht kochen. Ach, der schmeißt den wahrscheinlich einfach nur so aus dem Inventar, ne? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Wenn es jetzt gleich, ja, perfekt regnet. Dass der Topf ein bisschen Wasser sammelt. Okay. Was machen wir als nächstes? Toll wäre natürlich noch wenigstens eine Kokosnuss zu finden, aus der ich mir direkt ein Bidon herstellen könnte. Abwerfen kann ich jetzt keine Kokosnuss. Dafür habe ich, glaube ich, gar keine Steine mehr. Ach, schau mal hier. Ach, ein großer Stein. Ja, perfekt. Sammeln Sie bitte. Oh, neuer Eintrag, Egel. Du kommst ja wie gerufen. Ah, so. Nehmen, bitte. Ach, ich hätte direkt herstellen drücken können. Naja. Als erstes... Ah, ich drücke schon wieder auf E anstatt auf W und wundere mich, warum mein Typ hier nicht läuft. Ja. Von den Egel befreit, bitte hau mir keinen rein. Nee, du bist nur ein Schwein. Okay, das ist okay. Okay, das ist okay. Okay, okay.
So, ich weiß schon gar nicht mehr, wo hier genau die Tötungsfalle ist. Stopp. Als allererstes Bidon herstellen. Warte mal. Herstellen so. Und ein Seil? Ach, das hat Style mit dem Seil. Bidon leer. Bidon voll machen, weil also dieses Wasser würde ich auch privat trinken. Das würde ich gar nicht filtern oder so. Ah, shit, ey. Das sieht mir so einladend aus mit den Fässern. Ah, hat jetzt gar nicht geregnet, ne? Umsonst aufgestellt. Egal. Hier war doch ein, war doch schon von Haus aus so ein Filterchen. Weiß ich noch nicht mal genau wo. Oh, ich will jetzt nicht schon in eine Schlange hüpfen, ey. In welche Richtung war der doofe Filter? Ah, verdammt noch eins! Wo war der Filter? Ich kann doch meine Kippchen nicht ohne den Filter genießen. Nein, ich brauche einen Wasserfilter, keinen Nikotinfilter. Wo ist der? Ha! Ha! Hau auf, Junge. Hau auf. Nee, erstmal nehmen. Einfach nur nehmen. Ganz normales Palmblatt. Das sammeln wir auch mal, das Steinchen. Hä? Komm mal ran hier auf den Meter. Ja, hier fühle ich mich schon mega wohl, wie Sie sehen. Ich gehe hier gar nicht weg. Brauche hier nur gleich irgendwie mal einen Punkt zum Speichern. Und eigentlich suche ich den Wasserfilter. Der war doch hier. Und irgendwo war hier die Tötungsfalle. Das ist eigentlich direkt das... I go in circles. I go in circles. So, wir gehen erstmal die Tötungsfalle suchen. Komm, machen wir das. Machen wir das. Bringen wir das mal ran. Das war doch hier irgendwo in der Nähe von diesen Sträucherlis, ne? Sträucherlis, hab ich gesagt. Sträucherlis. Ah, jetzt wird's gleich dunkel. Oh. Das gefällt mir alles gar nicht. Dann seh. Würde es mir ein wundervolles Essen. Abendbrot. Oh, du wirst so lecker sein. Oh, den Stein nehme ich auch mit. Und dich sammle ich. Oh, komm her, mein süßer Satz. Komm in meine Inventar gefallen. Oui, 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 oui. Noch einen Stein. Da ist es, da ist es. Und es regnet. Und ich könnte den Topf einfach direkt mal hier nebenstellen. Um zu schauen, ob der Topf auch einfach regnet. Ja, sehr gut, macht er. Alles andere wäre auch ein bisschen senseless, aber... Trinken und direkt sammeln. Hier, das ist wichtig. Ein Pekari, wie geil ist das denn bitte schön? Ja, dann sammeln. Ich glaube, Pekari-Fleisch ist exzellent. Alter, sauber. Also, zwischen sauber und geht so. Weil ich jetzt gar nicht mehr laufen kann. Nimm noch das mit, Junge. Nimm alles mit. So, scheiße. Wie lange hält das? 8 Stunden. Ja, dann befreie dich mal von dieser erbärmlichen Last. Wie lange halten die? Ah, was hat mich denn jetzt weggeschakert hier? Ah, shit. Knochen sind so schwer, ne? Knochen? Komm, wir machen das jetzt einfach mal alle ganz gemütlich. Müssen wir ja eh machen. Weil wir langsam sind. Scheiße. War's das? Kann ich jetzt schon wieder? Nö, ne? Alter, wo sind hier Bananenblätter? Oh nein! Ah. Er schmeißt alle hin, mein Guter. Komm ich jetzt wenigstens? Ja, ich komme halbwegs voran. Okay. Das heißt, ja, eine Tötungsfalle habe ich hier alles Wichtige erstmal hingelegt. Bananenblätter. Bringen Sie mal mit. Hack sie ab, bringen Sie mal mit. Können wir uns direkt ein schönes Rüstungli machen.
aus den Knochen. Und was wir jetzt gerade nicht aus Knochen hinkriegen, machen wir aus den Stöckern. Damit wir nicht direkt so viel Schiss haben müssen vor den Eingeborenen. Ja, hau mal hier hin. Ich weiß nicht mehr, wie viele Knochen ich brauche. So. Vorwärts, vorwärts. Ob ich die überhaupt schon kann? Werden wir gleich sehen. Ist das ein Knochen zu viel? Muss ich erstmal... Scheiße. Kann ich denn die Stockrüstung machen? Kann ich auch nicht machen. Oder brauche ich mehr Seil? Okay. Ja, dann stellen wir eine Stockrüstung her. Wir werden eh nicht genug haben, um alles aus Knochen zu machen. Herstellen. 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 Habe ich jetzt da drei Knochen liegen? Ich habe da drei Knochen liegen. So. Eins. Zwei werden das Minimum sein. Und komme ich da schon dran? Perfekto. Knochenrüstung. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kannst du das nicht da drauflegen? Okay, dann schmeiß hier hin. Dann... Ja, pack da dran, Junge. Pack da dran. Alles gut, alles gut. Lass dich nicht verrückt machen. Alles, alles gut. So, Knochenrüstung nehmen. Auch dran packen. Super. Das gefällt uns doch schon mal exzellent, ne? Also, es könnte schlechter sein. Gut, den, ja, den Knochen kann ich eigentlich direkt wieder mitnehmen. Ah, perfekto. Stimmt, stimmt, stimmt. Bedeutet allerdings... komm, wir stellen die letzte auch noch her. Eins, zwei und eins, zwei, drei. Warum sage ich denn die letzte? Wenn uns danach doch direkt noch eine Stock... Ne? Glaube ich schon. Ich glaube, da reicht sogar mein Seil aus. Okay. Warte, wo habe ich die denn jetzt hingepackt, mein Guter? Wo hast du die hingepackt? Auf dem Boden. Ach, kann ich nicht mal aufnehmen, weil ich jetzt den Top hier drin habe, oder was? Mein Guter. Jawohl. Ach, obwohl, die gute Segel meinte ja, ich kann die Sachen jetzt einfach vom Boden aus an die Beine packen. An die Beine geht das ja wohl. Okay, probieren wir gleich mal aus. Deshalb packe ich mein Inventar jetzt wieder voll. Herstellen bitte. Oh, schade, dass ich mir nicht so eine Hybridrüstung machen könnte. Also aus Knochen und Stöckern. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder mein ganz... Ja, ist egal, aber für, wir haben es ja für was Gutes gemacht. Schmeiß mal auf den Boden. Will ich mal ausprobieren. Mhm, untersuchen, mein Guter. Wo ist er jetzt? Scheiße, hä? Okay. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die gute Segel das gemeint hat, dass ich das vom Boden aus kann. Check ich noch gar nicht. Na. Jawohl. Gut. Sehr gut. Das Schwerste wäre erst einmal geschafft. Ja gut, ich bin jetzt quasi das Schwerste, weil ich kaum vorankomme. Okay, wir haben die Tötungsfalle. Wir haben die Tötungsfalle. Wir bräuchten gleich mal Schlaf. Und hör auf mich anzufauchen, du doofes Ding. Und... Wo ist er denn? Der war... Aha, perfekto, perfekto. Die Frage für mich jetzt ist, tropft da denn jetzt auch einfach... Oder muss ich das unbedingt mit schmutzigem Wasser hier machen? Also...
Das füllt sich jetzt wahrscheinlich einfach nur, weil es regnet, ne? Ich will nehmen. Aha, sehr gut gemacht, mein Guter. Gut, du bist müde. Mein Guter, shit, ich habe noch nichts, um Feuer zu machen. Das ist natürlich überassi. Haha, Kacke. Ganz vergessen. Das werde ich ja jetzt nicht hinkriegen, weil... Wo ist denn Feuer? Lagerfeuergestell, das Träumchen. Ist ein Träumchen, ne? Kann man nur so festhalten, ist ein Träumchen. Kann ich nicht da oben drauf setzen? Oh, Spiel, du willst mich doch veräppeln. Bedeutet, ich brauche ein selbstgebaut... Oder? Warte mal. Warte mal, warte mal. Vielleicht können wir uns das ja so erschummeln. So eine... Nein, geht nicht. Ah, doof. Hallo, wir schlafen hier gleich ein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das gefällt mir gar nicht gut. Jo, mal. Junge, mach was. Ja, wenn ich das jetzt hier drunter... Nee, das macht auch alles keinen Sinn. That doesn't make sense, man. That doesn't make sense. So, es regnet ja gerade nicht. Allerdings werde ich hier was drüber bauen müssen. Es ist ja, wie es ist. Ja, ich fehlt noch ein Stückerlisch. Ich würde eh kein Lagerfeuer mehr hinkriegen, weil ich bin viel zu müde. Bedeutet allerdings, wenn ich schwach werde, werde mir hundertprozentig Proteine fehlen und das Fleisch wird in meinem Inventar vergammeln. Weil ich auch noch lange nicht so ein Trockengestell, ne? Lagerfeuergestell. Weiter geht nicht. Nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Nicht gut, nicht gut, nicht schön. Gut, geistige Gesundheit, stimmt. Sollten wir auch dauerhaft mal einen Blick haben, halten. Da hatte ich ja eigentlich relativ, nicht nur relativ, da hatte ich sehr, sehr viel Glück bei meinen Anläufen. Wo war denn hier nochmal das Zeug zum Schlafen? Hier war doch irgendwie so ein... Schlafabteil. Ja. Gut. Nehmen wir ihr in den Stock. Nehmen wir noch mit. Oui. Ah, Maträtzchen. Matruschka. Alte Matratze, du. Ich hätte jetzt schon... Dovian. Gefällt. Oh nein, nicht die Banane. Das hier. Ah, sammeln. Jetzt fast schon wieder rausgeschmissen. Sammeln Sie. Knochenmesser gefällt mir besser. Da. Ja, Steinklinge hat erstmal ausgedient. Haben wir da? Achso. Was können wir denn hier loswerden, was mich gerade so überfüllen lässt? Also als allererstes den Topf. Damit der mir ordentlich mal Wasser auffängt. So. Knochen. Könnte ich hier auch ein bisschen parken. Ein bisschen parken. Sie wissen, was ich meine. Steine sind viel zu viele. Viel zu viele. Sammle ich auch hier. Ja, in diesem Spiel ist der Regen Fluch und Segen zugleich, ey. Essen. Und stellen wir dann auch mal direkt auf. Gut. Was? Du solltest da trinken, das Wasser. Warum kriege ich das jetzt nicht daraus getrunken? Was ist das schon wieder? Hier schon. Jetzt kriege ich es nicht aus dem Topf getrunken. Oder kann ich mit dem Topf doch eigentlich nicht wirklich Wasser sammeln, nur wenn ich es unter diesem Bambusständer pack? Bambusständer hier, dem Wasserfilter. Okay, ich habe mir auch einen Egel wieder eingefangen. Und eine Banane. Einfach nochmal oben drauf schlecken. Ja.
ja, Egel, Egel, Egel. Ist Egel, oh, ist Egel mich an, ist Egel mich an. Ja, geh ab da, ja, geh ab. Ja, jetzt hör auf, durch die Luft zu schweben, döver Egel, du. So, wir sollten genug Power haben, um uns ein Feuer zu machen, brauchen allerdings erstmal genügend Zeug dafür. Bedeutet, ich brauche, wo ist er denn, der Feueranzünder? Hier wahrscheinlich, ne? Stock oder Feuerbrett und kleiner Stock. Das mit dem Feuerbrett effektiver ist, das hatten wir ja gar nicht ausprobiert gemeinsam. Egal, ich mach das mal einfach nur aus einem Stock und einem kleinen Stock. Weil haben wir gerade zur Hand. So ist das Survival. Hab ich den Topf wieder aufgenommen? Hätte mich aufgeregt, wenn ich ihn nicht aufgenommen hätte. So. Kleines bisschen Holz wäre gut, mein Guter. Ja, nochmal mehr. Ich habe ja eben Stein weggeschmissen, weil ich zu voll war. Nehme ich doch mal direkt wieder auf. Oh, beste Frucht ever. Essen. Perfekt. Also richtig gut, dass die auch hier wächst. Wo ist denn jetzt ein Baum, den ich mal umklatschen kann? Der mich nicht in die Knie zwingt, sondern den ich umklatschen kann. Die Palmen kann ich ja nicht umhauen. Trockenes Blatt? Nein. Nur Palmblatt. Ach, bitte. Liebes Spiel, da. Ich könnte mir das vielleicht jetzt auch gerade sogar sparen und nehme mir einfach das Zeug auf, was hier schon rumliegt. Ich glaube, das ist besser. Mache ich gerade die Axt nicht kaputt. Allerdings, wir müssen ja irgendwas bauen, um zu speichern. Muss ich mir nur merken, wo das liegt, ne? Muss ich mir nur merken, wo das liegt. Verdammt, ey. So. Hach mal durch da. Hach durch. Hach doch durch die Kachel. So alle eine Kachel, ey. Ah, Mann. Ich nerv mich selbst mit dem Scheiß, den ich hier rede, ey. Und den hatten wir auch noch. Ein guter. Nein! Ach, Scheiße. You're kidding me, you're kidding me. Verdammte Kacke. So, herstellen. So, herstellen. Herstellen. Ja, wie heißen Sie? Herstellen, bitte. Ja, das ist meine Ehefrau Frau Stellen. Mein Name ist Herstellen. Hier. Ach, ich hab... Ach, Scheiße. Nee, dann... Pack da wieder rein. Ich habe gar keine Seile mehr. Die habe ich ja in weiser Voraussicht alle in der Rüstung verballert. Aber ist gut. Rüstung ist important. Bedeutet, wir suchen uns als erstes wieder Lianen. Und laufen hier so rum, dass ich eh wieder den ganzen Rotz vergesse, wo ich das alle Tier niedergeschlagen habe. Mann, ey, scheiße. Dieses Spiel ist zu komplex für mich. Müsst ihr jungen YouTuber, ihr müsst das spielen. Nicht so ein alter Mann hier, abgehalftert und das halbe Gehirn ist einfach schon über den langen Zeitraum, dass es schon lebt, völlig durchgesiebt und völlig perforiert. Der alte Mann kann noch nicht mal richtig denken. Ab in eine Geriatrie mit dem. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, irgendwo hier war doch der Ort, an dem ich die Bäume geschlagen habe, oder? Scheiße, alles schon wieder... Ah, ja, ja, hier habe ich abgeholzt, das sehe ich, das erkenne ich noch, gut. Die Sache, könnte ich nicht eigentlich... Das mit dem Knochen war eigentlich einfacher, ne? Egal, ich mache das jetzt mal aus Stein. Ich glaube, da war nur ein Knochen. Und, ja, der Rest hier. Nimm mal auf. Die langen Dinger müssten hier doch noch rumliegen. Ah, Holzscheit. Eigentlich perfekt. Aber das hätte ich mir jetzt mal... Ist egal. Gucken wir uns gleich um. Wir machen erstmal das Lagerfeuer frisch. In der Hoffnung, ich traue mich jetzt gar nicht ins Inventar zu gucken.
Okay. Pass mal auf. Pass mal auf, lieber Zuschauer. Hier komme ich runter und dann rechts um die Ecke an den Fässern vorbei ist das. Ich muss mir das irgendwie merken. Die andere Frage, da ist das Lagerfeuer. Gut, Frage hat sich geklärt. Gut, 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 gut. Bedeutet, wir machen ein Feuer. Hier. Mach mal. Benutzen. Und trockene Blätter, bitte. Ich erinnere mich noch das erste Mal, bevor ich das Let's Play gestartet habe, hatte ich ganz kurz überlegt, das doch nicht zu spielen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich Feuer mache. Dass ich da wirklich einfach ein Blatt reinziehen muss auf das Ding. Ich war so überfordert, ne? Shit, ich hätte mein Bidon vorher auffüllen sollen. Scheiße. Schnell jetzt aber. Jetzt schnell, jetzt schnell. Jetzt schnell, mein Guter, jetzt schnell. Bidon, Bidon. Nein, nein, nein. Das ist doch nicht das Bidon. Alter, lass mal. Jetzt kriege ich hier in dem Wasser mein Bidon nicht aufgefüllt. Ja, ich kann das Wasser da zwar schön raustrinken, aber mein Bidon nicht auffüllen. Warum? Weil der voll ist. Es ist unglaublich. Lieber Zuschauer, ich kann ihn nicht auffüllen, weil er voll ist. Ja, wie willst du denn auch eine volle Wasserflasche noch mehr befüllen? Hier, alter Mann. Ja, Lagerfeuer für Nöppes, ne? Für Nöppes alles hier gemacht. Bedeutet, ich kann jetzt wieder damit neu beginnen. Wie lange haben wir denn schon? Ja, 38 Minuten. Wir machen jetzt eine lange Folge. Ihr wollt ja auch mal, ne, wenn da überhaupt jetzt so halbwegs jemand hier zuguckt, der möchte ja sehen, wie der alte Trottel hier überlebt. Ne? Der alte Trottel, der sich immer über dieses Spiel aufregt und dann bemerkt, Alter, ist nur deine Schuld. Ist eigentlich nur deine Schuld. Come on, come on! Yes! So, jetzt aber mal. Ein guter. Und ein Fleisch direkt daneben legen. Wie lange hält das? 24 Minuten! Ah, shit, man. Ja, perfekt. Scheiße. Ja, das verfolgt mir jetzt auch. Habe ich es nicht gerade gesammelt? Nein. Shit, 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 shit. Was habe ich da jetzt? Fleischsuppe. Trinken. Nehmen. Komm. Mal schauen. Mal schauen, ob das klappt. Dass es mir jetzt nicht vergammelt, sondern da wirklich. Das wäre ja gut. Das wäre verflucht noch eins mega gut. Aber da ist jetzt schon wieder eben so eine peinliche Situation gewesen. Ich habe schon wieder so viel über dieses Spiel gemeckert. Und dabei war ich einfach nur selbst schuld, ey. Schrecklich. Schrecklich. So, meine Damen und Herren, es tut mir leid. Ich mit meinem Gemeckere, ne? So, ich guck mal, was kann ich denn. Ah, Langstockhalter, das ist Zukunftsmusik, mein Guter. Die Sache ist, kleiner Bambusunterstand reicht zum Speichern. Ich habe noch nichts, um frei zu bauen. Ich weiß es doch nicht. Wisst ihr was? Wir machen das mal alles aus Bambus. Wir haben hier doch Bambus, ne? Einer Bambusunterstand. Och, schade, hätte ich direkt über. Machen wir. Ob das sinnig ist? Eigentlich nicht, ne? Es wäre grundsätzlich erstmal sinnig, um das Feuer hier zu schützen. Ich werde da aber gar nicht mehr drankommen. Dann habe ich umsonst eben die Bäume da gehauen, ne?
komm, brat mir da was Schönes durch. Da brat mir doch einen Storch. Menschenskinders. So, bevor mir irgend noch was, irgendwie was vergammelt. Essen. 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 Die Sonder-Super-Super-Mega-Langen-Folge von Dieberg Grills, der sich immer wieder aufregt, obwohl er selbst schuld ist. Komm, mach mir da Fleisch hier durch, Mensch. Wo waren denn jetzt die Bambus-Dinger, ey? Mann, ich kann nicht mehr. Ich bin hier zu alt für den Quatsch. Wo höre ich dich? Ach, da bist du. Du tust mir ja nichts. Du bist ja lieb. Probieren wir das da einfach mal. Dann kann ich da zwar nicht mehr so durchlaufen, aber... Stört mich doch nicht. Geh mir nicht kaputt. Ist mir lieb und teuer. Nein, 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 nein. Nicht auf den Ameisenhaufen fallen. Ach, du bist doch Panne. Ja, genau so. Aus der Entfernung aufheben. Ja, perfekt. Träumchen, Träumchen, Träumchen. So. Kann ich das dann wirklich überhaupt noch begehen? Ja. Das geht eigentlich klar. Laufe ich daran vorbei. Ist zwar mega senseless, dass ich das hier baue. Ja, der möchte gern. Der möchte gern Englischsprecher. Mega senseless. Wie viel brauche ich denn davon? 6 lange Bambusstöcke. Kann ich die auf einmal tragen? I don't know, man. I don't know. Ah, ich hätte das Fleisch wahrscheinlich direkt. Ah, das springt mir. Damit. Pekari-Fleisch. Pekari-Fleisch. Bleib hier, mein gutes Pekari-Fleisch. Lassen wir direkt erstmal, wenn es nicht anfängt zu schütten, lassen wir das erstmal. Schauen wir das da mal drunter. Ich hätte gehofft, dass das Lagerfeuer dann durchbrennt. Dann hätte ich schon mal eine Lagerfeuertasche. Geh drüber, mein Guter, hier drüber. Mach dich nicht verrückt, mach dich nicht verrückt. Hack, hacke die Hack, hack. Hacke der Hack, hack, hack. Aber wo sind denn die Langstöckchen jetzt? Langer Bambusstock, langer Bambusstock, langer Bambusstock. Darauf hab ich Bock, auf den langen Bambusstock. 4 Stück. Mehr habe ich da jetzt erstmal nicht rausgeknattert gekriegt. Doch. Ach, okay. Eines kleines Gürteltieres. Oh, sehr nah am Ameisenhaufen, ich Idiot, ey. So, läuft da jetzt was durch, was trinkbar ist? Ne. Muss ich dann wie ich mit dem Bidon machen? Doof, ne? Könnten sie auch mal fixen, dass das dann direkt da... vom Regenwasser... Ja, aber... Oder dass man den Topf halt auch einfach als Regenwasserfänger benutzen kann. So. Warum nehme ich den Stock jetzt auf? Weil das so ein Reflex ist in dem Spiel, ne? Ich kann doch nicht immer irgendwie Fenster in den Zeitungen treffen. Mann, diese Spielgeräusche, die verwirren mich mal. Psst. So. Oh. Davon brauche ich nur noch... Ah, ich will den großen, mein Guter. No. So viel werde ich nicht mehr brauchen. Ich nehme sie einfach mal mit. Hier kann man aber wirklich leben wie so eine Made im Speck, ne? Also ich glaube, das war... Hallo, lauf doch mal nicht vor die Mini-Palme hier, sondern... Oder vor die Mini-Bananenpflanze, sondern dran vorbei, mein Guter. Dran vorbei. Da komme ich jetzt nicht dran, oder was? Ja, super. Es ist zum Scheitern verurteilt. 9 Seile könnte ich haben, ne? 10 kann man, glaube ich, insgesamt aufnehmen und ich war eben voll. Da komme ich jetzt nicht dran. Verdammter Bockmist. Spiel! Ist gemein zu mir. Na, leg rein! Oh, Egel. Alter, was habt ihr mit meinem linken Arm? Warum hängt ihr mir immer am linken Arm? Na? Nein, so. So, professionell entfernt. Tch,
Thai Bear Grills. Ich kann nicht mal über Planken laufen. Ach, was für Blätter brauche ich eigentlich gleich? Palmen? Oh ja, gut. Das ist easy. Das ist easy. Das haben wir ja voll vor der Haustür hier. Perfekt eigentlich. Dann kann ich noch mal direkt rechts von mir das abpacken und dann noch die zwei trockenen Blätter mit absahnen. Ah, okay. Entschuldigung, guter Mann. Entschuldigung, Jack. Ich habe nicht auf deine Ausdauer geachtet. Nimm. Lümmel dich mal hier voll. Wie viel? Ja, sind ein paar, ne? 26? Alter. Ich glaube, wenn das Ding hier fertig ist, damit kann ich dann die Welt regieren. Also bei so vielen Palmblättern, die ich da... Das ist ja dann schon wirklich eine richtige Base. Es geht auf jeden Fall schon besser los, ne? Jetzt Versuch 1 und 2 hier in Green Hell. Das schon genügend sein werden? Ich glaube, ich werde noch ein Ding zupfen müssen. Wie viel fehlen denn jetzt noch? Habe ich nicht drauf geachtet? War ich zu schnell? Ah, oh, komme ich jetzt nicht dran. Ach, vermaledeit. 3 Stück fehlen noch? Okay. Haben wir die hier? One. Ah, komm. So. Jetzt müssen wir genug. Ja, wie eine Hand doch. Ganz hinten. Oh, perfekt. Noch ein langer Bambusstock. Ja, damit überrascht du mich jetzt aber spät, ne? Doofes Spiel. Zum Glück habe ich da noch ein paar mitgebracht, du. Mit dem doofen Spiel nehme ich natürlich wieder sofort zurück. Will nur meckern. Stehen Sie da doch mal. Ich will doch nur meckern. Haben wir alten Menschen so an uns. Da kommt... Nein. Das doch nicht. Lock dich weg. Nimm den langen Bambusstock. Pack ihn da rein. Ja, irgendwie. Ist mir egal wie. Pack ihn da rein, Mensch. Alter. Was kriegst du denn schon wieder nicht hin? Warte, ich muss kurz die Welt... Was habe ich denn jetzt gedrückt? Oh nein. Meine Damen und Herren, der alte Mann muss eingewiesen werden. Das war echt die bescheidenste Position. Natürlich stelle ich es dahin. Ja klar. Ah, oh, Träumchen. Kann ich da jetzt speichern? War es das Falsche? Oh, ich kann speichern, wie nice. Und mein Lagerfeuer, komme ich da noch ran? Irgendwie komme ich da schon ran. Da komme ich schon irgendwie ran. So. Ja, das trockene Blatt. Ja, das trockene Blatt nehmen. Davon können wir nicht genügend haben, mein Guter. Ja, Palmblatt kann ja ruhig erstmal liegen bleiben. Ah, kleine Stöcke kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Könnten wir eigentlich hier mal ein paar Sachen ablegen, ne? Warum hier? Keine Ahnung. Weil dann haben wir ein bisschen was. Ein bisschen was auf der hohen Gande. Und ich schlepp's nicht die ganze Zeit mit mir rum. So, jetzt habe ich natürlich wieder völlig vergessen, wo, Irgendwo hier an dem Feld war die Tötungsfalle. Kalle, wo ist die Tötungsfalle? Oh, komm. Machen wir uns erstmal hier mit. Warum mache ich das? Ich sollte mir die Na, ist egal. Ich, ach, verdammt. So, perfekt. Ich sollte mir die aufsparen. Ich sollte die mitschleppen und dann in meiner Base fair... Aufbewahren halt, ne? Aufbewahren. Wo war das hier? Ja? Nee. Ja, wo war die Tötungsfalle? Dort. Noch nichts. Hab ich sie nicht scharf gemacht? Wirklich? War das so? Kann sein, ne? Scheiße. Ja, nimm die Kokosnuss mit, die bringst du in der Base, mein Guter. Wird auf die hohe Kante gelegt, hä? So. Trinken.
Hat anscheinend doch geklappt. Warum auch immer. Okay, mein Typ schafft hier jetzt gleich noch Feuer zu machen. Das ist gut. Wie viel habe ich hier drin? 10. Das ist wenig. Bedeutet, ich lege jetzt den Topf hier rein. Guck kurz nach dem Wasser, ob das jetzt wirklich klappt. Oh nein. Bevor ich das mache, nehme ich die auf. Leg die in die Base. Wie Sie sehen, lieber Zuschauer, ich bin sehr vorsichtig, was das Survival angeht. Aber musst du in dem Spiel auch sein. Die Frage ist jetzt, ist ja jetzt mittlerweile sogar unser dritter Anlauf. Ob wir das nicht mal im vierten Anlauf, wenn wir einen machen, so machen wollen, dass wir dann auf ganz schwer spielen. Wenn ich so einen guten Startpunkt erwische wie den hier jetzt, direkt am Drogenabbau, wo ich die Tötungsfalle direkt habe, wäre das schon eine Überlegung wert, das vielleicht beim nächsten Mal auf direkt mega schwierig zu spielen. Weil wir haben uns ja, oder ich in diesem Fall, habe mich ja demhingehend schon entwickelt, dass ich wirklich nicht mehr ganz so überscheiße bin. Auch wenn ich es noch nicht mal, auch wenn ich hier rumlaufen eine volle Flasche habe und mich wundere, dass ich die nicht noch mehr befüllen kann. So, jetzt ist die Frage, komme ich da dran? Was solltest du jetzt nicht nehmen? Du solltest das nehmen. Okay. Bedeutet verschütten und einfüllen. Gut, okay. Daran bin ich ja auch schon mal elendig zugrunde gegangen. So zerstören. Zerstören? Ich könnte in die Tötungsfalle. Ich habe zerstören, nicht sammeln gedrückt. Ja. Wie Sie sehen, der wahre Experte. Jetzt habe ich mir Wasser gemacht, ich habe gar kein Fleisch. Alter, Pekari-Fleisch ist übergeil. So, ich habe keine Kräuter, ich habe gar nichts. Egal, wir könnten es trotzdem mal drauf anlegen, dass, stimmt, die waren ja auch noch hier. Dass das Lagerfeuer verbrennt und zur Lagerfeuertasche wird, so dass ich brauche mehr solche Fallen. Das ist ja mega nice. Doof ist natürlich, dass ich hier kein Gürteltier fange. Aber wir haben ja jetzt auch noch nicht so eine heftige Bedrohung. Ja gut, aber ganz ehrlich, Gürteltier ist zwar das Beste, so was Rüstung angeht, aber das Pekari-Fleisch, das rockt doch. Alter Falter, meine Damen und Herren. Ein guter Start. Wie ich auch sehe, ein verdammt langer Start, meine Damen und Herren. Ich glaube, jetzt ist wirklich der Zenit überschritten. Wir hauen das leckere Fleisch hier hin. Nein. Hilfe. So, wir hauen uns das Fleisch da rein. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich hier fürs Erste. Hat mir mega Spaß gemacht, jetzt wie ich einen neuen Speicherstand zu beginnen. Ja, ich hoffe, du bist auch in der nächsten Folge dabei. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Ich hoffe, du auch. Mein Name ist Taibo und ich bin raus aus der Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Taibo. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Taibo. Bin halt den Namen Taibo. Halt ihn in deinem Kopf.